Mikro an ist eine gute Idee. So, herzlich willkommen, ihr Lieben. Bring mich nach Hause, hieß der Song eben. Ja, ich will nach Hause gehen. Gehst du mit? Ja, ich lass uns nach Hause gehen. Letzte Woche oder die fast letzten 2 Wochen waren meine Eltern zu Besuch bei mir im Sinai. Es ist immer so eine schöne Erinnerung. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Wo will ich hingehen? Wo ist mein Zuhause? All diese Fragen tauchen immer wieder auf. Was bin ich? Bin ich das Kind meiner Eltern? Das, was sie aus mir gemacht haben? Das, was ich aus mir gemacht habe? Oder doch eher das, was Gott aus uns gemacht hat? Und wir sind dann hier von den Bergen nach den ersten paar Tagen ans Meer gefahren. Und ich hatte so gar nicht das Bedürfnis, irgendwo anders hinzugehen, als da, wo ich gerade bin. Und da drin zu bemerken, das ist wie so. Gar nicht so wichtig ist, wo ich bin, an welchem Ort ich bin, sondern dass es ja um einen inneren Zustand geht. Wo willst du hin? Wo ist dein Zuhause? Und wenn ich weiß nicht, ob du das kennst, so dieses Gefühl von, wenn ich an einen anderen Ort reise, besonders wenn es so ein bisschen mit Widerstand verbunden ist, braucht es wie so relativ viel Zeit, um anzukommen. Aber worum geht es tatsächlich? Wo anzukommen? Und wenn ich bereit bin, das war so meine Erfahrung, diesen Widerstand loszulassen von, ich will hier jetzt irgendwie gerade gar nicht sein oder die Umstände sind komisch oder blöd oder ich hätte sie gern anders. Wenn ich all die Widerstände loslasse, bin ich plötzlich angekommen. Und das geht so. Das ist nur eine Millisekunde von eine Entscheidung, die ich treffe. Das Erwachen zur Wahrheit. Worin erwachst du gerade? Was sind deine Umstände in deinem Leben, die dir gerade aufzeigen, die dir dabei helfen, die dich daran erinnern, zu erwachen, die Wahrheit zu erkennen, dass du nur Liebe bist und dass da nichts anderes ist als Liebe. Und als ich dann bereit war, mich voll in an diesem Ort niederzulassen, auch innerlich, habe ich so wundervolle Menschen getroffen.
Wir haben ganz wunderbar Musik miteinander gemacht und uns sind uns so ehrlich begegnet. Und dann war da so viel Liebe, Austausch, Wertschätzung, Freude, miteinander teilen, gegenseitiges Inspirieren, Dankbarkeit für jeden Moment, für die Begegnung, für das sich vollständig zeigen in dem, was ich bin oder mit dem ich gerade bin. Und zu erkennen, ich darf so sein mit allem, was ich gerade empfinde, fühle, vielleicht auch an Bedürfnissen, die ich gerade habe, dass alles okay ist. Kennst du das, wenn da plötzlich Menschen auftauchen, wo alles okay ist, dass du bist so angenommen, wie du bist? Da ist kein Druck, da ist nur Liebe, Wertschätzung, Freude, dass du da bist, gesehen werden. Echte Begegnung in Unschuld, echte Begegnung mit meinem Bruder, mit meiner Schwester. Und da gibt es kein richtig oder falsch. Kein ich müsste so oder so sein, keine Erwartung, kein was auch immer uns irgendwie immer wieder so begrenzt hält in unseren Vorstellungen, Gedanken. Und es gab so einen Moment, in dem wir miteinander Musik machen wollten. Und da waren plötzlich irgendwie ganz viele Leute um mich rum. Und ich bin dann immer wieder für mich so schüchtern am Anfang, so und einfach mich mit dem zu zeigen, mit der Musik. Und obwohl das jetzt gar kein Raum war, aber das ist ja egal, ich bin zu diesem Ort, wo wir uns getroffen haben. Und ich habe einfach so gedacht, okay, ich lasse jetzt mein Ego hier draußen. Ich hänge das wie so eine Jacke an den Haken vor der Tür. Und es war so ein freudiger, kurzer, echt so ein kurzer Moment. Mich zu entscheiden, okay, ich lasse alle Gedanken, die da irgendwie mich behindern, draußen und habe einfach Freude, die Entscheidung einfach Spaß zu haben, da zu sein, offen zu sein, mich zu zeigen in vielleicht auch scheinbarer Verletzlichkeit. Was ja auch nur eine Idee ist. Und dann war das so wunderbar, weil das fühlte sich einfach nur an wie ein Geschenk. Und dann waren plötzlich irgendwie, ich weiß gar nicht, 12, 15 Leute, die dann auftauchten. Meistens spiele ich irgendwie so mit geschlossenen Augen und dann kriege ich das oft gar nicht so mit, wie viele Leute da. Und dann manchmal öffne ich meine Augen und sehe plötzlich, da sitzen total viele Leute um mich rum. Ich habe es gar nicht mitgekriegt. Aber es ist ja auch egal, wie viele Leute scheinbar vor mir sitzen oder ob ich für mich alleine bin. Und danach war ich so erfüllt, weil es einfach nur
ein mich geben war, ein mich verschenken mit der Gabe, die gerade im Angebot war, weiterzugeben, zu teilen, uns gegenseitig zu erinnern. Und dann geht es auch überhaupt nicht darum, irgendwelche anerkennenden Worte zu bekommen. Also es passierte dann wie automatisch, aber es war ja einfach nur eine Ausdehnung von dieser Liebe. Aber in diesen Momenten ist es ja so, dass es gar nicht, ich denke ja immer nur, oh, die anderen müssten jetzt was anerkennen, weil ich mir die Anerkennung nicht selber gebe in dem Moment. Und nachdem ich diesen Abend selber so sehr genossen hatte und es selber als so ein großes Geschenk wahrnahm, kam genau das zurück. Aber dann ist es nicht dieses Gefühl von, ich brauche das jetzt oder die anderen müssen irgendwie was erkennen, sehen, wertschätzen, was auch immer. Ja, und dann war das so ein ganz wundervoller Abend. Und warum ich das erzähle, ist einfach, vielleicht inspiriert es dich, zu schauen, wo ist so deine Gabe in jedem Moment, die du gerufen bist, zu geben, dich vollständig zu verschenken, weil das unsere einzige Funktion ist. Und wir das immer noch viel zu wenig machen. Weil da so viele Gedanken sind von, ah, ich könnte scheitern, die anderen könnten mich nicht mehr mögen. Also diese Liste ist ja unendlich, die brauche ich jetzt gar nicht aufzählen. Ich glaube, du weißt, wovon ich spreche. Und darum geht es ja auch gar nicht. Also öfter mal diese Ego-Jacke auszuziehen und irgendwie an der Tür hängen zu lassen. Und echt zu schauen, wozu bin ich gerade gerufen? Zu tun, zu sagen und zu wem? Oder was zu tun? Es geht ja gar nicht um Worte häufig. Aber mich führen zu lassen. Und da nutzt der Heilige Geist unsere individuellen Vorlieben. Der Heilige Geist nutzt meine Liebe zum Sinai, meine Liebe zur Musik. Oder was auch immer deine Vorliebe ist, deine Liebe zu Tieren, zu Menschen, deine ganz persönlichen Vorlieben. Er nutzt alles.
Und der nutzt es ganz besonders oder ist es ganz besonders effektiv, wenn, ja, bei den Dingen, die wir, an denen wir Freude haben. Bei dem Kurs heißt es ja, ein glücklicher Schüler, es braucht einen glücklichen Schüler. Wenn wir uns unter Druck gesetzt fühlen, denken, es muss irgendwie schwer gehen, anstrengend sein. Das ist nicht die Wahrheit, sondern da, wo unsere Freude ist, unsere Inspiration, unsere Motivation, und zwar die, die von innen kommt. Das sind wichtige Aspekte, wo wir Lust drauf haben, wo die Dinge im Flow sind. Lass dich echt, lass dich von der Freude führen, von dem, ja, echt, woran du Spaß hast, wo auch wo dein Humor ist, wo dein echt deine Passion ist. Das zeigt dir den Weg. Und lasst uns da einsteigen in Kapitel 19, das Erlangen des Friedens. Und Andreas hat heute Morgen aufgehört bei, wir sind gerade bei Abschnitt 4, die Hindernisse vor dem Frieden. Und das erste Hindernis, der Wunsch, ihn loszuwerden. Abschnitt 6. Im Himmel ist ein Stillschweigen, eine glückliche Erwartung, eine kurze, frohe Pause im Anerkennen, dass die Reise nun zu Ende ist. Denn der Himmel kennt dich gut, wie du den Himmel kennst. Keine Illusionen stehen jetzt zwischen dir und deinem Bruder. Schaue nicht auf die kleine Schattenmauer. Die Sonne ist über ihr aufgegangen. Wie kann ein Schatten dich von der Sonne fernhalten? Ebenso wenig kannst du durch Schatten vom Licht abgehalten werden, indem die Illusionen enden. Jedes Wunder ist nur das Ende einer Illusion. Das war die Reise. Das ist ihr Ende. Und im Ziel der Wahrheit, das du angenommen hast, müssen alle Illusionen enden. Und wir können in jedem Moment entscheiden, ob ich hier auf Pause drücke ob ich innehalte, tief einatme anhalte in meinem Alltag für einen kurzen Moment innehalte und mich erinnere, neu ausrichte. Anzuhalten.
darin der Illusion zu folgen, das Gefühl zu haben, zu reagieren zu müssen in meinem Alltag, in meinem Beruf, in einem Gespräch, beim Einkaufen, was auch immer du gerade tust. Anzuerkennen, dass die Reise zu Ende ist. Anzuerkennen und anzunehmen, dass ich alles schon habe, dass ich bereits perfekt bin, dass alles da ist. Es ist unendliche Fülle bereits vorhanden. Da ist nicht ein kleiner Aspekt, der noch fehlt. Alles ist perfekt. Alles ist dir gegeben. Es fehlt nichts. Nicht ein Staubkorn. Du bist jederzeit genau am richtigen Ort. Und was ist das für eine Erleichterung, für eine Freiheit zu erkennen? Ich kann darauf vertrauen, dass immer alles perfekt ist. In jedem Moment. Lass uns da mal für einen Moment innehalten, das tatsächlich zu fühlen, zu erfahren, dass genau jetzt alles perfekt ist, dass es an nichts fehlt. Du hast alles, du bist alles. Es gibt keine Trennung. Es gibt nichts zu tun. Außer anzunehmen, dass alles da ist, dass du alles bist, dass alles vorhanden ist. Kannst du da drin die Freiheit spüren, die Erleichterung, den Frieden? Die Verbundenheit? Die Wahrheit?
Und kannst du die Freude wahrnehmen, die da drin steckt? Das ist doch nur ein Yippie, nur ein Halleluja, nur ein Danke. Ein Danke, wofür dieses Wort eigentlich viel zu klein ist. Wo das Gefühl für das Danke, also das Wort viel zu klein ist für das, was ich empfinde. Und das möchte sich einfach nur ausdehnen, indem, das ist der natürliche Ausdruck davon ist Ausdehnung, das zu verschenken, weiterzugeben, zu teilen. Weil es nicht anders kann. Weil das die Natur dessen ist, was Freude ist, was Liebe ist, was Wahrheit ist. Der Natur ist, dass es sich ausdehnen möchte. Und nichts, aber auch gar nichts zurückhält. Und das ist dein natürlicher Zustand. Das ist, was du bist. Und um diese Erfahrung kannst du jederzeit bitten. Wenn du das Gefühl hast, du hängst, aber es läuft nicht so, wie du dir das vorstellst, sag okay, ich bitte um ein Wunder. Worum geht es hier eigentlich? Erinnere mich. Dann lass uns noch ein bisschen weiterlesen. Siebtens, also wir sind auf Seite 409. Der kleine wahnsinnige Wunsch, ihn loszuwerden,
ihn groß geschrieben, also den Himmel, den du hereingebeten hast, und ihn hinauszustoßen, muss Konflikt erzeugen. Klar, logisch. Weil wir irgendwas machen, was nicht unserer Natur entspricht. Weil wir was ausschließen wollen, was nicht ausgeschlossen werden kann. Während du die Welt betrachtest, kann dieser kleine Wunsch, entwurzelt und planlos, dahintreibend, irgendwo landen und sich für eine kurze Zeit auf irgendetwas niederlassen. Denn jetzt hat es kein Ziel mehr. Klar, und dann fühlt es sich total orientierungslos und konfus an, weil ich irgendwas versuche selber zu kreieren, aus meinem Ego heraus, irgendwas selber zu machen, was ich gar nicht kann, was ich nicht in der Lage bin zu tun, weil das Ego überhaupt nichts kreieren kann, genauso wenig wie der Körper. Ich meine, der Körper ist ja irgendwie nur eine Ausdrucksform unseres Egos, auch wenn sich das erstmal echt schräg und vielleicht auch beängstigend anhört. Aber der Körper ist einfach nur total neutral. Und es ist unsere Entscheidung, ob wir ihn als Kommunikationsmittel nutzen, um Liebe auszudrücken oder den Körper missbrauchen im Sinne des Ego. Und darin sei achtsam, was dein Geist damit macht, weil damit hauen wir uns ja gerne irgendwie selber so, wenn da irgendwas auftaucht, egal ob das ein Pickel oder eine Krankheit oder eine Einschränkung ist oder ein Schmerz. Dass wir wiederum das gegen uns verwenden. So, jetzt habe ich es nicht richtig gemacht. Irgendwas habe ich Falsches gedacht oder gemacht oder mich falsch entschieden. Das ist ja nur eine Schuldidee. Also, und das ist das, wo dann Konflikt entsteht, wo Orientierungslosigkeit entsteht, wo Angst entsteht, also all diese Gefühle von Zweifel, Furcht, Durcheinander, Ärger, Wut, was auch immer. Bevor der Heilige Geist eingekehrt war, um in dir zu wohnen, schien er ein mächtiges Ziel zu haben. Die starre und unveränderbare Hingabe an die Sünde und an ihre Folgen. Also da, wo Ärger, Angst, Frust, Zweifel sind. Da, wo wir entschieden haben, nee, ich folge nicht meinem natürlichen Zustand, dem, wozu ich gekommen bin, wo das Ziel ja klar ist. Und da habe ich irgendwie anders mich entschieden für Angst, für Hilflosigkeit, was auch immer es ist.
Da bin ich von dem eigentlichen, von meinem eigentlichen Ziel abgekommen. Und das ist die starre, unveränderbare Hingabe an die Sünde und ihre Folgen. Da habe ich geglaubt, ich kann irgendwas verändern im Plan Gottes. Und das ist ja nur eine wahnsinnige Idee. Gott sei Dank. Zum Glück ist es nur eine wahnsinnige Idee. Die wird niemals Wirklichkeit werden. Es bleibt immer eine Illusion. Jetzt ist er ziellos, irrt zwecklos hin und her und verursacht nicht mehr als winzige Unterbrechung in der Anziehungskraft der Liebe. Also auch darin kann uns ja nichts passieren. Es ist nur wie so ein kurzer Moment von ja, Konfusität, wenn es das Wort gibt. Da habe ich ja irgendwie nur einen kurzen Moment, da mache ich nur eine kurze Unterbrechung von dem, was ich bin. Also, und gleichzeitig ist es ja nur ein Glaube daran. Es ist ja eine Illusion. Es ist ja nicht wirklich. Also, ich glaube, für einen kurzen Moment, ich könnte tatsächlich irgendwas erschaffen, was auf Angst beruht. Aber im Grunde kann ich das gar nicht. Weil die Anziehungskraft der Liebe ist immer da. Und nur weil ich sie vielleicht für einen Moment nicht wahrnehme, weil ich mich davon abgewendet habe, heißt es das nicht, dass sie nicht mehr da ist. Genauso wie die Stimme des Heiligen Geistes immer zu uns spricht. Aber es ist, wenn ich mich hören will, weil wir haben ja den freien Willen, heißt es nicht, dass der Heilige Geist nicht die ganze Zeit zu uns spricht. Ich habe mich nur abgewendet. Und es macht nichts. Weil ich trotzdem immer in Gott bin, weil ich immer in Gott ruhe, weil da nichts anderes wirklich passiert. Dieses Federchen von Wunsch, diese winzig kleine Illusion, dieser mikroskopisch kleine Überrest des Glaubens an die Sünde ist alles, was von dem übrig bleibt, was einst die Welt zu sein schien. Ist das nicht schön? Ich liebe diese Bilder aus dem Kurs, echt. Das winzige Federchen. Ich meine, so leicht, so klein, dass es kaum auffällt. Diese mikroskopisch kleine Überrest des Glaubens an die Sünde. Das ist wie ein winziges Teilchen, wodurch ich diese Welt hier kreiere. Und da drin wird so deutlich, wie wesentlich meine Gedanken sind. Also wie wesentlich es ist,
dass ich ja alles das hier mache und das ist alles nur in meinem Geist passiert. Und dann halte ich es einfach nur für wahr. Aber es ist es noch lange nicht. Es kann es gar nie. Er ist nicht länger eine unbeugsame Schranke gegen den Frieden. Sein sinnloses Umherirren lässt seine Folgen sprunghafter und noch unberechenbarer als zuvor erscheinen. Also das ist ja, da ist ja echt nur Wahnsinn und deswegen fühlt es sich ja immer so konfus und orientierungslos an. Also du kannst dir sicher sein, immer wenn du ein Gefühl hast von Orientierungslosigkeit, von Zweifel, von hä, was ist hier los? So dieses hä? Dann ist da einfach immer nur gerade, dann hast du dich für einen Moment irgendwie entschieden, irgendwas, dass du irgendwas denkst, du könntest irgendwas machen. Also, dass du dich falsch entschieden hast. Doch was könnte instabiler sein als ein straff organisiertes Warnsystem? Also nicht Warnsystem, sondern Warnsystem. Das ist bis ins kleinste Detail geplant und dennoch hat es keine Stabilität, es ist nichts. Es scheint nur so. Es ist ein System, was ich gemacht habe. Was ich denke, was ich gemacht habe. Seine scheinbare Stabilität ist seine alles durchdringende Schwäche, die sich auf alles ausdehnt. Also es wirkt so logisch und klar und systematisch, organisiert, strukturiert. Das ist der Schleier, den wir weben und vor die Wahrheit hängen. Und das ist das, was Vergebung auflöst, diesen scheinbar perfekt geknüpften Schleier, den wir vor die Wahrheit gehängt haben. So, und der wirkt echt stabil und hart und schwer zu durchbrechen. Aber es sieht nur so aus. Es sieht einfach nur so aus. Das Schwanken, das der kleine Überrest verursacht, weist lediglich auf die Begrenztheit seiner Folgen hin. Also, da wo wir noch glauben, dass unwirklich ist wahr, also irgendwie Leiden ist wahr oder dieses Problem scheint sehr real zu sein, was ich da irgendwie gerade
vor mir habe. Zeigt mir, dass es total begrenzt ist. Also es ist wie dadurch, dass es so perfekt, unperfekt daherkommt, dass es so groß erscheint. Zeigt mir genau, dass es nicht sein kann. Ich lese mal weiter, das wird bestimmt gleich klar. Wie mächtig kann ein Federchen sein angesichts der großen Schwingen der Wahrheit? Kann es sich dem Fluge eines Adlers widersetzen oder des Sommers Heranrücken verhindern? Kann es die Wirkung der Sommersonne auf einen schneebedeckten Garten beeinträchtigen? Sieh nur, wie leicht dieser Federpflaum emporgehoben und weggetragen wird, um nie zurückzukehren, und trenne dich von ihm in Freude, nicht mit Bedauern. Denn er ist nichts an sich und stand für nichts, auch als dein Glaube an seinem Schutz noch größer war. Ziehst du es nicht vor, die Sommersonne zu begrüßen, als eine verschwindende Schneeflocke anzustarren und im Gedanken an des Winters Kälte zu erzittern? Also es ist dieses Konzept, was wir gemacht haben, was irgendwie in Form eines Problems erscheint. Das wirkt irgendwie so groß und so, dass es all meine Aufmerksamkeit auf sich zieht. Aber es gibt ja was viel Größeres. Aber wenn ich diese Schneeflocke, wie es hier beschrieben ist, anstarre, die sich gerade auflöst, lenke ich meinen Fokus dahin, ja. Und dann wirkt es total real, diese Schneeflocke, die ich da gerade sehe. Aber auch da ist es ja der natürliche Zustand, dass es sich auflöst, dass die Schneeflocke oder das Problem sich auflöst. Weil es keinen Bestand hat, weil es eine Illusion ist, weil es Wahnsinn ist. Und das ist ja das, was es immer wieder, also für mich so hilfreich macht, wenn ich irgendwie mich in einer Situation befinde, die mich gerade emotional umtreibt, wo ich das Gefühl habe, ich habe irgendwie ein Problem. Ich einfach echt dieses Bild liebe, mich selber zu sehen oder mein Leben zu sehen, wie es passiert auf einer Bühne, also da ist so eine Bühne. Und ich gehe in den Zuschauerraum, am besten nach ganz oben, mit einem größtmöglichen Abstand und gucke einfach auf diese Bühne meines Lebens, die ich da gerade kreiert habe, aus dieser Distanz. Und dann sehe ich, okay, das ist ja irgendwie da nur so ein Schauspiel, was ich irgendwie gemacht habe. Das ist nur ein Schleier, den ich vor das gehängt habe, was tatsächlich wahr ist. Nämlich, was hier beschrieben wird als die Sommersonne. Wie kann ein kleines Problem, was ich habe, was vielleicht gerade scheinbar echt existenziell sein mag für mich in meiner Wahrnehmung,
Wie kann das langfristig der Liebe widerstehen? Gar nicht. Überhaupt nicht. Weil die Sonne, die Liebe, das Licht viel stärker ist. Ich hab dem nichts entgegenzusetzen. Ich kann dem überhaupt nichts entgegensetzen. Außer für einen winzig kleinen Moment. Wo ich vielleicht daran glaube. Aber wir sind schon erlöst. Die Sonne ist die ganze Zeit da. Die scheint die ganze Zeit. Auch wenn Nacht ist, sie ist auf der anderen Seite. Ich sehe sie vielleicht gerade nicht. Aber sie ist die ganze Zeit da, genauso wie Liebe. Liebe umgibt uns. Wir sind nur Liebe. So, und das ist genau das, genau einfach das Bild, was du übertragen kannst. Es gibt nichts anderes. Es gibt kein Problem. Es gibt diese Welt nicht. So sehr wir irgendwie daran hängen und daran glauben und da rein investieren. Es ist deine Entscheidung, Punkt. Was willst du sehen? Woran willst du glauben? Wem oder was gibst du Bedeutung? Du bist bereits erlöst. Du bist bereits das Wunder. Du bist bereits perfekt. Halleluja. Begrüß die Sommersonne. Begrüßt das Licht. Begrüßt die Liebe, die du bist. Es reimt sich sogar, guck mal. Und wie heißt es so schön im Yoga? Gibt es da irgendwie dieses Namaste? Heißt das nicht? Heißt das nicht, das Licht in mir grüßt das Licht in dir oder so? Also irgendwie gibt es auf jeden Fall das Pass. Erinnere mich gerade. Ist das nicht schön? Ist das nicht eine schöne Begrüßung? Ist das nicht ein schönes Begegnen? Ja, und hier schließt sich der Kreis. Wie schön. Damit sind wir wieder bei meinem Beispiel vom Anfang. Echt, dein Bruder, deiner Schwester zu begegnen, als das, was du bist, als das, was er oder sie ist. Das ist unsere einzige Funktion. Zu erkennen, dass ich bereits erlöst bin, um das in meinem Bruder, in meiner Schwester zu sehen und ihr darin zu begegnen, ihm darin zu begegnen. Gibt es da nicht irgendwie sowas, wie hat immer der Pfarrer in der Kirche gesagt, am Ende vom Gottesdienst, und da konnte ich einfach total zustimmen, das war irgendwie sowas wie, geht hin in Frieden, aber es war, ich weiß nicht, mein Vater hat das vielleicht gesagt oder so, oder irgendwie, geht hin und mehret euch, also im Sinne von,
irgendwie echt dehn einfach diese Liebe aus. Erinner dich, dass du Liebe bist und lass dich das einfach ausdehnen, was der natürliche, was dein natürlicher Zustand ist. Lass uns im Frieden, in der Liebe, im Licht begegnen, als das, was wir sind, und uns gegenseitig erinnern, wer wir sind. Und da ist so viel Freude. Da ist nur Freude. Und im Lachen endet die Welt. Oder so ähnlich. Ja, danke.